Hallo ihr Lieben, es geht weiter mit der dritten Harfenstimme für das Trio Die Dornenvögel. Wir haben das letzte Mal die Stimme erarbeitet bis Buchstabe D, bis Takt 29. Ab Takt 29 hat nun die linke Hand zu tun. Wie schon in der Harfenstimme Nummer 2, muss die linke Hand einen wiegenden Rhythmus spielen, und zwar fängt sie an mit einer Quinte C und G. Der Rhythmus geht so. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wir haben also eine Viertelnote und jeweils eine Achtelnote. Dabei ist wichtig, dass die Viertelnote ein bisschen mehr Gewicht bekommt, also auch ein klein bisschen kräftiger gespielt wird. Und die Achtelnote wird ganz leicht und etwas leiser gespielt. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nun springt die linke Hand nach oben, behält aber den Quintabstand bei. Sie springt jetzt zu F und C, hat denselben Rhythmus. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Die linke Hand bleibt nun weiterhin im Quintabstand und geht auf die Quinte D und A. 1, 2, 3 und nun geht der Daumen dorthin, wo eben der dritte Finger war, nämlich auf das D. Der dritte Finger geht runter zum G. 4, 5, 6 und nun springt die linke Hand wieder zu der Ausgangsquinte C und G. 1, 2, 3. Geht nun auf das tiefe G, 4, 5, 6 und wieder zurück, 1, 2, 3 und nun runter zum F, 4, 5, 6 und nun spielt die linke Hand zum ersten Mal keine Quinte mehr, sondern eine sechste, nämlich die sechste G und E, 1, 2, 3. Nun geht der Daumen einen Ton abwärts, der dritte Finger bleibt auf dem G, 4, 5, 6 und wieder zurück zur Ausgangsquinte C, G. Und jetzt kommt ein großes Intervall, jetzt kommt eine Septime. Die Septime ist allerdings auch nur eine Terz mehr als die Quinte. Das heißt, der Daumen überspringt das A und geht rauf zum B. Für die Septime ist allerdings der Fingersatz 4-1 etwas bequemer, weil die Hand dann entspannter den großen Griff greifen kann. So, diese Takte wiederholen wir jetzt einfach mal. Das sind die Takte 29 bis 35. 4, 5, 6. Quinte CG. Sprung zu F und C. Eine Terz tiefer zu D und A. Nun eine ganze Quint tiefer zu G und D. Und wieder zurück zu G und C. Der dritte Finger geht abwärts zum G. Wieder zurück zu C und G. Der dritte Finger geht zum F. Jetzt haben wir eine sechste G und E, Quinte G und D und die Septime. Ja, wir wiederholen das noch einmal ganz langsam. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sechste G und E,
Winte G, D, C und die Septime. Wir wiederholen es noch einmal etwas schneller. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4.